Suchen wir Sears Eskorte. Der Treffpunkt liegt vor uns. Ja, das sind schon wieder so komische Viecher. Ein bisschen genauer springen also. Arbeit, BD. Zeit für eine Kletterpartie. Festhalten, BD. Wow. Muss vorsichtig sein. Ja, solltest du. Grüße dich, mein Bester. Wie geht's dir? Schön, dass du einschaltest. Jeddah. Nicht übel. Komm, wir sehen uns das mal genauer an. Ich kann mich nicht beschweren. Ich muss mich konzentrieren. Und selbst wenn, ist es egal. So. Okay. Lieber nicht auf den Sand gehen, okay, Kumpel? Ich will nicht als Snack enden. Sind wir auf Dune? Danach aus, dass ich in die richtige Richtung laufe. Erinnert mich irgendwie an das goldene Kind mit Eddie Murphy. Diese Gebetsmühlen. Das hört man gerne, das ist super. Alter, das Vieh ist schnell. Meinst du, wir sind hier sicher? Nein! Ich hab so das dumpfe Gefühl, ihr seid keine Freunde. Das ist das Ende. Wo sind die überall? Das ist nicht nett. Nein, so nicht. Vielen, vielen Dank für deinen Like, mein Bester. Was? So das dumpfe Gefühl, dass wir irgendwann gegen dieses Vieh kämpfen müssen.
Oh, Freunde. Hast du das dumme Gefühl, die werden von irgendwas gefressen und ich bin nicht dabei? Das Kanonenboot fliegt für den Kampf auf. Wir werden vor uns bei CSS Cortez sein. Ich hab dir geholfen. Ich bin Freund, nicht Feind. Ja. Alter, was für eine Attacke? Utah-Bahn. Ja. Sieht aus wie eine Schriftrolle. Wie lange die wohl schon hier liegt? Okay, hier suchen wir Schriftrollen. Okay. Aber dafür, dass mir ein Führer geschickt werden sollte, sind hier definitiv viel zu viele Feinde. Oh, shit. Alter. What the fuck? Jetzt wissen wir, was für ein Vieh da drin ist. Das ist wirklich der richtige Weg? Ist das Vieh hässlich? Weiß man gar nicht, wo man lang gehen soll hier. Du musst vom Leibe, du. Oh, Alter! Los, Sissa! Hässlich und hungrig, ja, das trifft's genau zu. Alleine? Das ist doch keine Schräge, Mann! Hm, gebe ich das Drecksvieh. Das Vieh ist super hässlich. Der gibt einfach nicht auf. Das verlangt Respekt. Wieso kann ich nicht springen? Krieg 17. Oh! Alter! Oh, was für eine Killer-Armee! Angriff der kleinen Hosenscheißer! Alter! Ja, schön, dass du da warst, Fiana. Alter. Was ist das? Weiß noch nicht mal, ob ich jetzt gerade richtig bin, ne? Aber egal. Ich hab schon wieder so mein Talent rausgelassen, ne? Aber
Okay, Abkürzung haben wir schon mal. Imperiale. Wir müssen die Eskorte vor dem Imperium finden. Nicht runterspringen und die... Ne? Aber wir können definitiv sagen, es ist doch kein Wurm. Boah, ob ich richtig gelaufen bin, um hier überhaupt wieder zu kommen. Dann mal wieder dahingestellt. Oh. Yay, ich kann fliegen. Ich kann fallen. Was könnt ihr? Das wird jetzt auch nicht gerade viel mehr, wa? Soll ich denn sonst machen? Okay, macht. Das können sie aushalten. Bis dann. Hast du mir zugesehen? Wie in alten Zeiten. Überrascht, mich zu sehen? Ich dachte, sie schicken wen, den ich nicht so gut kenne. Viel zu voreilig von dir, Cal Kestis. Seit wir uns zuletzt sahen, hat sich viel verändert. Ich seh's dir an. Komm, mein Speeder steht da vorne. Dein Landspeeder? Die Sturmtruppen haben ihn. Mit denen werden wir schon fertig. Und uns haben sie jetzt... Versuch, Schritt zu halten. Mega cool. Alles? Okay, ich habe die verkehrte Taste zwar jetzt gerade gedrückt, aber... Ich wusste gar nicht, dass ich die Minen auch manipulieren kann. Was für ein Team? Los! Es gefällt mir, mit dir zusammen zu arbeiten. Cal, die Wand! Da kommen noch mehr. Erledigen wir ihn gemeinsam. Ich bin bei dir, Jedi. Unbedeutend. Wieso auf mich? Ja, hast du Pech gehabt. Geh mal zugucken beim Kämpfen. Wieso geht jeden auf mich? Hallo? Ich hab euch noch nie ein bisschen angegriffen. Oh, der will knuddeln.
Hilfe! Hilfe! Wirf mal her! Ich bin bereit! Meinen Schaden kommt niemand! Benötige das. Die ist ein krasser Partner. Du hast neue Tricks gelernt. Du anscheinend auch. Was? Scheiße. Ich habe ein Kletterkabel. Siehst du was zum Festmachen? Wie ist das? Wow, die kann Lego. Die sollen da lang. Gerade interessiert da. Das funktioniert bei der Wand gar nicht. Ich habe was gefunden. Ich dachte, du reist durch die Galaxis. Das machst du auf Jedha. Jedha ist ein Teil der Galaxis, Cal. Gut zu wissen. Ich besuche Seer von Zeit zu Zeit. Als ich hörte, dass die Mantis kommt, habe ich angeboten, dich zu führen. Wir müssen auf die andere Seite. Ja, das habe ich gerade versucht. Ja, das könnte klappen. Ja, es kommt ja auch von mir. Wir sollten uns beeilen, Kerl. Ein Sturm zieht auf. Nun, ein da. Wenn die Alte da sowieso hochporten kann, da hätte sie mir hochhelfen können. Sturmtruppen. Wir sollten sie umgehen und von oben angreifen. Das hört sich gut an. Die überhaupt bitte? Wir sollten sie erledigen, bevor noch mehr kommen. So wie damals auf Nar Shaddaa? Richtig. Du gehst vor, Cal. Ganz was Neues. Ich komme. Die Rache wird mein. Cal, Vorsicht! Mutter, wir sind da gerade explodiert. Ach, ja. Du willst weitermachen. Lass dich nicht weglaufen. Ja, ich hab ihn erwischt. Jetzt kriegst du einen Preis dafür. What the fuck? Die sind krank. Dafür werden sie bezahlen. Heißt das, ich muss jetzt zu Fuß gehen? Geht's dir gut? Ja, mir schon. Nur meinem Speeder nicht. Auch wenn sich der Sturm gelegt hat, ist jetzt so weit weg, um zu Fuß zu gehen. Was soll denn? Woran denkst du? Vielleicht nimmt uns jemand mit. Na dann, komm mit. Was man hier alles macht. Fliegen, ne? Hast du noch nicht? Da, kannst du es sehen? Ja. Nein, ich kann noch nicht fliegen. Dafür kann ich laufen und springen. Ach, gedacht auf der anderen Seite wäre der. Du kannst es immer noch. BD ist ein bisschen langsam. Das war ein Witz, Droide.
Dass sie solche Klamotten anzieht, hätte ich nie gedacht. Du steckst doch nicht fest. Kannst dir helfen beim Ziehen. Sith-Spucke. Der Weg ist versperrt. Das war schon so. Willst du mich umbringen? Tut mir leid, ich dachte... Es ist okay, Kerl. Bleib zurück. Ich mach das. Was machst du da? Ich stelle das Muster wieder her, das du ins Chaos gestoßen hast. Die hat zu viel Hogwarts geguckt. Unglaublich. Das sah anstrengend aus. Die können den Reparo zaubern. Der Sturm kommt. Ich ruhe mich aus, wenn wir in Sears Basis sind. Hast du das gelernt? Datomir. Du bist wieder zurück? Ja. Meine Schwestern sind fort, doch ihre Weisheit bleibt. Auch die Gefräßigkeit. Ah, die Spamele. Sie haben an einer Oase angehalten. Es wird wärmer. Okay. Die Kreatur ist fort. Aber sie wird zurückkehren. Wir hätten diese Reise niemals antreten sollen. Mögen die Jedi uns beschützen. Sie geht nicht auf. Wieso finde ich in der letzten Zeit andauernd Türen, die zu sind hier? Und weiter geht's. Wollen wir doch mal hier so ein bisschen auf Tuchfühlung gehen. Hat doch mal ein bisschen scharf. Ganz ehrlich, hätte ich nie gedacht, dass sie sowas anzieht. Noch